Also, mein Name ist Sven und ich bin hier im Bennohaus in Redaktionen wie Promenade oder Mützer TV. Und am liebsten Musik höre ich so Elektro hauptsächlich und auch schon sehr lange. Also es hat nicht mal gewechselt oder so, sondern es war eigentlich schon immer mein Favorit. Also ich stelle heute vor das Album Studio Sessions von Headhunters. Headhunters ist ein holländischer DJ und Produzent und das ist mein Lieblingsalbum. Also erstmal war es sein erstes Album, was er rausgebracht hat. Das ist aus dem Jahre 2010. Das bewegt sich so in der Musikrichtung Hardstyle bis Hardtrance. Genau, wie gesagt, das war sein erstes Album und mit dem ist er dann auch erstmals relativ bekannt geworden. Also das Album ist so aufgebaut, das sind hauptsächlich Stücke von ihm. Das besteht aus 15 Tracks. Genaues Lieblingslied kann ich jetzt gar nicht festlegen, weil ich finde halt sehr viele gut. Oft hat er auch mit guten anderen Produzenten zusammengearbeitet. Wie jetzt ja in der Branche kennt man die. Das wären zum Beispiel Noise Controllers oder Wild Styles. Welches Lied ich sehr gut finde, das ist die Nummer 14, das ist einmal The Sacrifice. Teilweise sind die Lieder schon vor 2010 entstanden und sind in dieses Album reingepackt worden. Ja, also bei ihm hatte ich so das erste Mal, keine Ahnung, fand ich Techno bzw. Hardstyle ziemlich gut. Vorher war das eher so lala, wenn man es mal irgendwo gehört hat, war es ganz cool. Und der Herr hat mich eigentlich so auf die Schiene gebracht, sowas zu hören. Und war auch eine Inspiration für mich, weil ich selber auch Musik mache. Von dem habe ich mir sehr viel abgeschaut und gelernt und wie das so aufgebaut ist mit den Liedern. Und deswegen finde ich das Album eigentlich sehr gut. Sowohl von den Liedern als auch als Inspiration. Ja, warum würde ich das Album empfehlen? Auf jeden Fall für alle Freunde, die so in der Techno-Szene unterwegs sind, auch mal etwas schnellere und härtere Beats hören ab und zu, absolut zu empfehlen. Da sind Klassiker dabei, die in der Szene eigentlich jeder kennt. Auf diesem Album, wie gesagt, das war das erste Album von ihm, da sind so die ganzen Basics drauf. Nach diesem Album ist viel entstanden, was so ähnlich war. Und ich kann es nur absolut empfehlen für jeden, der sowas hört. Auf jeden Fall ein Muss.